Und zugeschaltet ist mir die Finanzexpertin Sandra Navidi von Beyond Global. Sandra, die EZB, die Schweizerische Notenbank, die US-amerikanische Notenbank Fed, überall sehen wir historische Zinserhöhungen. Wie sehr wird das denn die Inflation bremsen können? Das wird der Inflation entgegenwirken, aber es ist ganz wichtig zu realisieren, dass die Notenbanken kein Allheilmittel mit der Geldpolitik an der Hand haben, denn sie können nur Einfluss nehmen auf die Nachfrage, also diese Ankurbeln oder Drosseln, nicht auf das Angebot. Also zum Beispiel, wenn Energie- oder Lebensmittelpreise steigen aufgrund eines Krieges in Russland mit der Ukraine, oder wenn Lieferkettenstörungen vorliegen, deswegen weniger Waren oder andere Waren hier ankommen, die dann teurer sind, wegen Covid-Maßnahmen in China, dann kann dagegen die oder können die Zentralbanken dagegen natürlich nichts machen. Die Ukraine-Krise ist längst auch zu einer Wirtschaftskrise geworden. Wie groß sind denn aktuell die Sorgen vor einer Rezession? Ja, in den USA sind die Sorgen vor einer Rezession sehr groß. In der Bevölkerung ist die Wahrnehmung praktisch schon so, als hätten wir eine. Sie fangen auch so an, also die Menschen fangen an, sich zu verhalten, als hätten wir bereits eine Inflation. Auch bei den Investoren mehren sich die Ängste. Auch sie passen ihr Verhalten an. Deswegen, aber ich glaube, wir sind noch nicht bei einer Bodenbildung im Markt angekommen, weil viele institutionelle Investoren sind eben noch im Markt, aber mehr und mehr gehen in Cash. Aus Vorsicht und damit sie dann auch Cash haben, wenn der Markt den Tiefpunkt erreicht hat, um dann hinzuzukaufen. Wir haben steigende Preise, anziehende Zinsen und wirklich ungewisse konjunkturelle Aussichten. Das sind unruhige Zeiten aktuell. Was bedeutet denn das konkret für die Anleger? Für die Anleger ist es eine sehr schwierige Situation. Es kommt natürlich sehr darauf an, was ist man jetzt für ein Anleger, also Privatanleger, institutioneller Anleger. Hat man noch einen Zeithorizont von 10 bis 15 Jahren, bis man das Geld braucht, oder braucht man es in absehbarer Zeit? Das sind alles so Faktoren, die mit hineinspielen. Aber sich komplett aus dem Aktienmarkt zurückzuziehen, ist für viele wahrscheinlich nicht zu empfehlen. Und jetzt auch zu verkaufen, wo man eben noch nicht weiß genau, wie weit der Markt noch fällt, vielleicht geht er ja auch jetzt wieder hoch. Er wird auf jeden Fall volatil bleiben, ist sehr schwierig. Also ich glaube, Investoren insgesamt müssen sich auf steigende Volatilität einstellen und das Aufwärtspotenzial zumindest in den nächsten Wochen und Monaten ist wohl begrenzt. Sagt die Finanzexpertin Sandra Navidi, ganz herzlichen Dank für das Interview.